herzlich willkommen bei Angedacht. Heute ein kleines Rätselwort. Osterbehn, Osterbehn, ohne Glaube Ensterbehn, ist des Menschen Pferdebehn. Mein Opa hat mir, als ich ein Kind war, das immer so gesagt und ich bin da fast irre geworden, weil ich das nie rausgekriegt habe. Und irgendwann hat er es mir dann verraten. Es heißt, oh Sterben, ohne Glauben ist des Menschen Verderben. Was dahinter steckt, ist, dass der Glauben das Leben bestimmt und dass es nicht egal ist, was du glaubst und dass mancher Nicht-Glaube oder Glaube ins Verderben führen kann, aber auch ins Leben führen kann. Und wenn ich das jetzt übertrage auf die gegenwärtige Diskussion um den Mindestlohn, die ja hochinteressant ist, finde ich, siehe letztes Triell, dann ist festzuhalten, dass es eine Seite gibt, die sagt, ich vertraue, ich glaube, dass die Tarifpartner das schon richtig gut für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aushandeln. Und deswegen muss man auch nichts regulieren, deswegen muss man keinen Mindestlohn von der Politik her vorschreiben. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir glauben, dass das nicht funktioniert, dass die Tarifpartner das so hinkriegen. Es sind auch nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gewerkschaftlich vertreten, also werden viele hinten überfallen und der augenblickliche Mindestlohn liegt bei 9,60 Euro. Deswegen müssen wir vom Staat her sozusagen regulieren, böses Wort, und auf 12 Euro gehen. Was ist im Moment? Was ist, ist, dass wir ab dem 1. Juli diesen Jahres einen Mindestlohn von 9,60 Euro haben. 9,60 Euro mal 39 mal 4, man kommt dann ungefähr auf 1500 Euro, Lohnsteuerklasse 3, dann kommt man auf Netto, auf einen Nettolohn von ungefähr 1200 Euro. Und dann weiß jeder und jeder, ob man damit auskommt, seine Miete, seine Heizung, seinen Strom, sein Telefon und sein Essen bezahlen kann, für sich und für seine Familie. Und jeder weiß wohl auch eine Antwort darauf. Jo, und bei 12 Euro Mindestlohn liegt man ungefähr bei knapp 1900 Euro brutto und landet dann bei 1500 Euro. Und allen ist irgendwie auch klar, dass auch das nicht so richtig, richtig viel ist. Tja, das sind so meine Einsichten und Gedanken nach dem letzten Triell. Ich wünsche uns allen eine gute Wahl und ich bin mir gewiss, dass wir am nächsten Sonntag nicht so richtig schlau sind, weil wir lange Sondierungen zu erwarten haben. Also aufgepasst, was passiert. Bis nächsten Montag. Tschüss. Das war Angedacht mit Rüpp, was dein Leben reicher macht. Auf bald. Das war Angedacht mit Rüpp, was dein Leben reicher macht. Auf bald.